Happy Monday. Ich bin gerade in Luzern, hier in den Bergen. Es ist wunderschön. Schaut mal. Hier wohnen wir. Es ist so friedlich. Man hört nur Kuhglocken. Und Vögel, es ist echt sehr entspannend, sehr energietankend. Und ich fühle mich gerade total inspiriert, um für euch ein Happy Monday Video zu machen. Ah, Gott, ich habe gerade meditiert und ich fühle mich sehr entspannt und in mir. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl und ich dachte, ich spreche mal darüber, wie man sich einfach mal Zeit für sich nimmt und Nein sagt und wie wichtig das ist. Ich persönlich habe so meine Morgen- und Abendrituale und nehme mir extrem viel Zeit für mich. Also alles, was ich mache, Yoga, Kochen, meditieren, in die Sauna gehen, spazieren gehen, einfach in der Natur sein. Das ist für mich so Zeit für mich, Zeit mit mir alleine. Ich bin jetzt hier an diesem Wochenende, bin ich 3 Tage an einem Yoga Escape. Wir machen eine Detox-Kur und einfach sehr ruhig, sehr bewusst, sehr in uns gekehrt, viel lesen. Und ich finde, das ist total wichtig. Es ist wichtig, dass man Nein sagt. Und zwar, ich weiß, manchmal ist es schwierig, Nein zu sagen. Aber man muss lernen, Nein zu sagen, dass es die andere Person versteht. Und manchmal wird es halt nicht verstanden. Und das ist in Ordnung. Weil es halt nicht so üblich ist immer in unserer Gesellschaft. Und wenn man es dann sagt, ich finde es wichtig, dass man erklärt, ja, dass man es mit Liebe sagt, dass man den Menschen sehr gerne hat, aber und das ist einfach, dass man einfach die Zeit für sich braucht, um die Energie wieder aufzutanken. Und ich finde immer, man kann nur so viel den anderen zurückgeben, wie man auch sich selbst zurückgibt. Und man hat auch dann auch viel mehr Energie und ist viel bewusster mit den Menschen zusammen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich Zeit für sich nimmt. Also überleg dir, was tut dir extrem gut. Und versuche dir, auch wenn es nur 10 Minuten am Morgen sind, einfach die Zeit so richtig zu genießen. Tu etwas, was dir richtig gut tut. Am besten natürlich ein bisschen länger, aber so für den Start, wenn du das nie machst, dann Lilly, ich weiß nicht, morgens eine Viertelstunde spazieren gehen. Irgendetwas, was dir gut tut. Oder eine halbe Stunde ein Buch lesen mit einer Tasse Tee oder Kaffee oder was auch immer, was dein Wohlbefinden stärkt. Und versuche in dieser Zeit wirklich bewusst nur das zu tun. Und auch zu spüren, so wie die Energie wieder zurückkommt und wie du wieder aufgetankt bist und nicht so erschöpft und müde und ach, das sollte ich noch, ach, das sollte ich noch. Ich finde, all die Dinge, die so ach, das sollte ich noch sind und man nicht so gerne macht, soll man streichen. Ich meine, oftmals passiert nichts. Also wenn man es streicht, das ist in Ordnung. Man fühlt sich befreit und weil das halt sehr viele Dinge im Leben sind, dann muss man sich auch ein bisschen Gedanken darüber machen, ob man das Leben lebt, das man auch leben möchte, ob man sich so wohlfühlt. Und dass man einfach überdenkt und mutig ist und einfach so glücklich ist, so jeden Tag genießt, weil dann ist man auch bewusst jeden Tag da und findet das toll und denkt nicht irgendwie, oh Gott, was ist das morgen, was war gestern, oh nee, wann ist endlich Wochenende, wirklich jeden Tag sich bewusst die Zeit dafür nehmen, für sich, nur für sich
oder bei der Dusche, Rituale, Eincremen, irgendetwas, was du langsam machst, was dich entschleunigt, was dich ja, einfach wieder erdet, wieder, dass du wieder hier bist und in dich gekehrt, ja. Ja, das, ich finde das sehr, sehr wichtig. Und man kann sich auch überlegen, man kann sich auch zum Beispiel einen Abend reservieren oder einen Morgen oder einfach eine Stunde in der Woche am Anfang und die halt wirklich nur für sich nutzt. Nicht immer Sachen vereinbart, vor allem auch am Wochenende sind ja viele total verplant. Lieber sich so in diesem Lebensfluss, dem eigenen Flow so ein bisschen ergibt und einfach tut, was gut tut, was sich jetzt schön anfühlt, sich nicht zu Sachen zwingt oder ja, ich finde das ist wichtig und es tut extrem gut oder einfach mal ein Wochenende Wellnessen gehen oder sich selbst etwas Schönes kochen oder was ich auch diese Woche ausprobiert habe, war mal alleine in ein Restaurant zu gehen, quasi ein Date mit mir selbst. Ja, verarbeite einmal in der Woche ein Date mit dir selbst. Und das wird dir so gut tun. Es ist ein bisschen ungewohnt vielleicht, aber es fühlt sich toll an. Und hier regnet es gerade, aber es fühlt sich extrem reinigend an. Und ja, ich wüsste, nimm dir Zeit für dich, weil dann bist du mehr im Hier, mehr im Jetzt, nicht gehetzt. Dann geht es nicht nur ums Funktionieren, weil ich finde, das ist gar nicht gut. Man soll leben, man soll Freude haben, man soll es genießen, egal was man tut. Und ja, ich hoffe, das inspiriert dich. Du kannst mir gerne Tipps auch für die anderen hinterlassen im Kommentarfeld, was dir gut tut, so eben als Inspiration für uns alle. Ich finde es schön, wenn wir solche Dinge teilen können. Und ich bin auch froh, dass du mal wieder mein Happy Monday Video schaust, weil das zeigt, du möchtest irgendetwas ändern und das ist immer gut. Ja, so Happy Monday und einen entspannten Start in die Woche. Wenn du jetzt denkst, oh, diese Woche war anstrengend, dann mach jetzt ein Date mit dir. Genieß jetzt die Zeit mit dir selbst. Ja. Happy Monday!